Heute habe ich mal wieder ein Gadget für alle Gamer unter euch. Es handelt sich hierbei um ein 5.1 Channel Surround Sound Gaming Headset vom Onlineshop www.pollin.de. Und nun zum Inhalt der Verpackung. Innen drin findet man als allererstes diese Tragetasche. Perfekt für Leute, die ihr Headset verstauen wollen, beziehungsweise es sogar überall mit hinnehmen möchten. Hier innen drin befindet sich das Headset. Dazu kommen wir aber gleich. Auf der Rückseite hinter diesem kleinen Reißverschluss haben wir dann noch ein Handbuch und eine Installations-CD für die Software des Headsets. Und nun zum Headset selbst. Dieses macht einen guten ersten Eindruck. Es wirkt stabil und optisch sehr ansprechend. Die Ohrhörer lassen sich nach innen und nach außen ein wenig verknicken, so lässt sich das Headset ganz einfach verstauen und überall mit hinnehmen. Sowohl die Ohrhörer selbst als auch der Bügel auf der Oberseite sind mit einem Kunstleder überzogen. Das sieht nicht nur gut aus, sondern erhöht deutlich den Tragekomfort. Auf der Seite befindet sich dann das Mikrofon. Dieses lässt sich zum einen nach oben drehen, aber auch nach innen oder außen ein wenig abknicken. Somit kann es perfekt auf den Benutzer abgestimmt werden. Außerdem, die Kopfhörer allgemein lassen sich in der Größe verstellen. Das erhöht auch nochmal deutlich den Tragekomfort und auch hier kann man die Kopfhörer wieder perfekt auf den Benutzer anpassen. Verbunden wird das Gaming-Headset über einen USB-Anschluss. Und jetzt noch zu einer Sache, die dieses Headset zu etwas ganz Besonderem machen. Das ist dieses hier. Dabei handelt es sich um eine Fernbedienung, die in dem USB-Kabel integriert ist. Auf dieser sind verschiedene Funktionen, mit denen man den Sound beeinflussen kann. Des Weiteren gibt es einen Schalter, mit dem man direkt das Mikrofon aktiv bzw. deaktivieren kann. Kommen wir nun zur Software des Gaming-Headsets. Ihr seht hier im Moment das Hauptmenü. Ihr habt hier verschiedene Möglichkeiten, den Sound des Headsets einzustellen. Wir können beispielsweise den Bass etwas runterdrehen oder aber direkt aus verschiedenen vorinstallierten Bereichen bzw. Genres wählen. Je nach Einstellung ändert sich dann der Sound. Außerdem haben wir hier die Möglichkeit, verschiedene Informationen über das Mikrofon zu erfahren und die Einstellung zu ändern. Den Sound, den ihr jetzt hört, der ist original vom Headset aufgenommen. Er wirkt klar und deutlich. Er ist auf keinen Fall übersteuert und man hört auch kein Rauschen im Hintergrund. Insgesamt bin ich wirklich sehr zufrieden mit dem Mikrofon. Perfekt geeignet ist es für beispielsweise Leute, die viel mit Teamspeak oder Skype zu tun haben. Und nun zu meinem persönlichen Fazit. Ich bin wirklich beeindruckt, was dieses Gaming-Headset leistet. Mit einem Preis von knapp 50 Euro erhaltet ihr höchste Qualität und perfekten Sound. Die Verarbeitung ist top und auch das Mikrofon hält, was es verspricht. Dank einer eingebauten Vibrationsfunktion des Headsets kommen besonders Basstöne auf dem Lautsprecher perfekt zur Geltung. Also, wer ein schönes Gaming-Headset sucht, der ist mit dem Logilink Gaming-Headset perfekt beraten. Ich persönlich bin wie gesagt sehr beeindruckt davon und kann das Ganze nur jedem weiterempfehlen.